Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im Mai mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Eure Sterne stehen sehr anregend, vor allem für neugierige Fische, die gern Informationen austauschen und was Neues lernen. Dabei kommt ihr auch ins Gespräch, wenn ihr nach einem Flirt Ausschau haltet. In der zweiten Monatshälfte bekommt ihr traumhaft schöne Romantikaspekte. Falls ihr Beratungsbedarf habt, bin ich gerne für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. Auch diesen Monat verlose ich wieder ein besonderes Geschenk. Diesmal könnt ihr eine Chiron-Beratung gewinnen. Der Heilerplanet ist ins Zeichen Widder gewechselt und in dieser Beratung erfahrt ihr alles darüber, wo er in eurem persönlichen Horoskop steht und was der Durchgang durch den Widder für euch bedeutet. Einzelheiten zur Verlosung gibt es am Ende des Videos, also bleibt dran. Und schaut euch bitte auch unbedingt den zweiten Teil meines Chiron-Specials an. Es heißt Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Jetzt schauen wir in eure kosmischen Tendenzen. Eure langfristigen Jahresthemen könnt ihr euch bitte nochmal im Video vom Jahreshoroskop anschauen oder auch in meinem Buch nachlesen. Die gelten auch jetzt im Mai, wobei sich einige Planeten etwas weiter bewegt haben. Der Jupiter ist weiterhin rückläufig und bildet im Mai einen superschönen Aspekt mit Romantikplaneten Neptun und der verzaubert die Geburtstagskinder vom 5. bis 11. März. Zwar haben die weiterhin das Phänomen, dass Neptun sie ein bisschen verwirren kann, aber das wird aufgefangen durch den positiven Einfluss von Jupiter. Falls ihr Single seid, ist das ein wunderschöner Aspekt, um sich zu verlieben. Liierte Fische werden ihren Schatz um den Finger wickeln und wer zufrieden für sich alleine ist, wird kreative Höhenflüge erleben. Das kosmische Großereignis des Monats ist der Eintritt von Veränderungsplanet Uranus ins Zeichen Stier am 15. Mai. Das sind gute Nachrichten für euch, denn Uranus bildet dann einen förderlichen und inspirierenden Aspekt zur Fischesonne. In der Liebe bekommt ihr Lust, mit eurem Schatz Neues auszuprobieren. Und wenn ihr Single seid, fühlt ihr euch vielleicht zu deutlich jüngeren Partnern hingezogen. Jedenfalls zu Menschen, die lustig und ungewöhnlich sind und die euch faszinieren. Ein solcher Flirt kann sehr belebend und erfrischend wirken. Außerdem geht Uranus dann in euer drittes Sonnenhaus und das heißt, ihr werdet euch vielleicht ein neues Interessengebiet erschließen oder es gibt interessante neue Entwicklungen mit euren Geschwistern. Dieser Aspekt dauert zunächst bis November und ab März 2019 geht Uranus dann endgültig in den Stier. Und als erstes spüren das die Geburtstagskinder vom 18. bis 23. Februar, aber eventuell auch andere Fischegeborene, wenn sie Planeten im Bereich dieses Aspektes im Horoskop haben. Und jetzt gehen wir eure Konstellationen im Mai der Reihe nach durch. Der Monat beginnt mit der Sonne im Stier in eurem dritten Haus. Das ist ein sehr schöner Aspekt für euch. Für manche Fischegeborene steht es hier mit Saturn, Pluto und Lilith und auch Mars, die immer noch im Haus der Freundschaft stehen, auch immer noch an, Entscheidungen in ihren Freundschaften zu treffen. Und die Konstellationen im Mai bringen euch wieder ins Gespräch, falls es Schwierigkeiten gegeben haben sollte. Die Venus steht in den Zwillingen hier im vierten Haus, also sozusagen bei euch zu Hause. Und das spricht dafür, dass ihr viel Besuch bekommt und Spaß an eurem Heim habt oder vielleicht auch Lust bekommt, zum Frühling frischen Wind hineinzubringen. Allerdings könnt ihr nicht erwarten, dass andere das für euch tun. Ihr müsst schon selber Hand anlegen. Der Merkur steht im Widder in eurem zweiten Sonnenhaus. Das ist günstig für finanzielle Angelegenheiten und Gespräche. Und auch Verträge könnt ihr jetzt mit gutem Gewissen unterzeichnen. Nur der 7. Mai und nach dem Wochenende dann noch der 11. Mai sind nicht so günstig dafür. Ab dem 12. spürt ihr vielleicht schon, wie die Energie sich verändert, wie viele Leute gereizt und ungeduldig werden. Das sind die Vorzeichen der kosmischen Energiewende. Am 14. wechselt der Merkur in den Stier, gefolgt von Uranus. Am 15. Mai werden wir auch Neumond haben. Und am 16. wechselt dann der Mars in den Wassermann. Und diese Energie habe ich auch in der kosmischen Schwingung ausführlich beschrieben. Die gute Nachricht ist, dass diese Planeten nicht in schwierigen Aspekten zur Fischesonne stehen. Eventuell macht sich das trotzdem bei euch bemerkbar, wenn andere Faktoren in eurem Horoskop diese kosmische Energie empfangen. Aber wenn es gut läuft, bleibt ihr ganz gelassen und seid in der Lage, euren Freunden oder auch Klienten weiterzuhelfen, wenn sie von dem Sog dieser Spannung erfasst werden.
Und es ist sehr wahrscheinlich, dass es für euch gut läuft, weil sich zeitgleich der schöne große Romantikplanet aufbaut zwischen Glücksplanet Jupiter und Romantiker Neptun, der in eurem Zeichen steht und euer Zeichen beherrscht. Und deswegen steht ihr in Resonanz mit dieser liebevollen, fantasiereichen und auch spirituellen Energie und könnt sie weitergeben an andere Menschen, die sie jetzt dringend brauchen. Darüber könnt ihr ja auch nachdenken, wenn der Neumond am 15. Mai ist, in der Meditation. Wo könnt ihr helfen? Wie könnt ihr euch einbringen, um zur Entspannung beizutragen? Die Menschen werden auf euch hören, denn ihr findet die richtigen Worte. Der Neumond begünstigt aber auch eure persönlichen Pläne zur Fortbildung oder auch, wenn ihr eine schöne Reise vorhabt und nicht zuletzt auch die Entstehung einer neuen romantischen Verbindung. Am 19. Mai wechselt die Venus ins Zeichen Krebs. Das ist ein wunderschöner Aspekt für euch, denn sie aktiviert dann für die nächsten 3,5 Wochen euer Sonnenhaus der Lebensfreude, der Liebe und der Lust. Für Fische mit Familie ist das eine schöne Zeit, um etwas mit den Kindern zu unternehmen. Ihr werdet viel Freude daran haben. Am 21. Mai morgens um 4.14 Uhr geht dann die Sonne ins Zeichen Zwillinge und aktiviert euer Haus der Familie. Ihr werdet euch in eurem Heim wohlfühlen und bekommt bestimmt Lust, falls noch nicht geschehen, durch einen Frühlingsputz frischen Wind in eure vier Wände zu holen. Zwischen dem 24. und dem 27. kann es nochmal kritische Momente in euren Freundschaften geben. Zum Beispiel, weil sich eine Liaison mit jemand entwickelt, mit dem ihr vorher nur befreundet wart. Aber insgesamt bleiben die Aspekte schön und romantisch. Der Vollmond in den Zeichen Schütze und Zwillinge am 29. beschert euch bestimmt ein paar schlaflose Nächte, denn er steht in Spannung zur Fischesonne, aber gleichzeitig ist er eingebettet in traumhaft schöne Aspekte und die Venus bekommt hier ein super tolles Dreieck mit Wohltäter Jupiter und Romantikplanet Neptun. Da könnt ihr wirklich auf Wolke 7 schweben und das noch bis zum 3. Juni. Kurz vor Monatsende, am 30. wechselt dann der Merkur in die Zwillinge und gesellt sich zu der Sonne. Das zeigt viel Besuch und Geselligkeit in eurem Zuhause an. Das waren eure Konstellationen im Mai. Wenn ihr mehr über euer persönliches Horoskop wissen wollt, zum Beispiel wie sich eine Liebessituation für euch entwickelt, dann könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 11. Mai um 17 Uhr. Dabei kann mir jeder eine Frage zum Horoskop stellen. Das könnt ihr zum Beispiel auch nutzen, um zu erfahren, welchen Einfluss von Chiron oder Uranus ihr gerade erlebt. Mein Chiron-Video hat ein Riesenecho ausgelöst. Das ist für ganz viele ein großes Thema, Chiron als inneren Heiler zu entdecken. Deshalb biete ich euch einen neuen zweiteiligen Workshop an mit dem Titel Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Und zwar am Donnerstag, den 17. Mai um 18.30 Uhr und am Freitag, den 18. Mai um 17 Uhr. Und dazu gibt es auch ein Geschenk. Mehr darüber erfahrt ihr im zweiten Teil meines Chiron-Specials. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Chiron-Beratung bei mir zu gewinnen. Darin erfahrt ihr alles darüber, wie ihr mit Chiron zur Heilung und Persönlichkeitsentwicklung finden könnt. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaften der Sterne informieren können. Also, einfach hier klicken und abonnieren, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch jetzt auch den zweiten Teil meines Specials über Chiron an, Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Und, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch auch meine Specials über Saturn und Lilith im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.